So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Post-E3-Event bei Nintendo in Frankfurt. Wir haben es wieder geschafft und wir, das sind... Hallo, ich bin der Tim. Und natürlich auch Tauber ist hier wieder mit am Start. Unser dritter Mann Thomas ist leider abhanden gekommen. Er hat ein bisschen mit der Bahn Probleme gehabt, hat es leider nicht geschafft zeitlich. Ja, er würde jetzt eigentlich hier stehen, aber es hat nicht sollen sein. Richtig, kann man nichts machen. Eine Sache steht natürlich hier ganz groß im Fokus, das ist das neue Zelda. Wir konnten es anspielen, ausgiebig auch. Und am besten, wir starten direkt mit den Spielen. Ja, ein paar Gameplay-Aufnahmen haben wir jetzt schon gesehen zum neuen Zelda. Ist natürlich mega spannend, richtig große Welt. Du kannst wahnsinnig viel tun. Was hast denn du gemacht, Tim? Ja, als ich aus der Höhle rausgekommen bin, bin ich gleich erstmal zum Tempel der Zeit rübergegangen, weil den kennt man ja aus Twilight Princess, aus Ocarina of Time. Und mir den erstmal angeschaut, alles ruiniert, alles kaputt. Gedacht, hier drin ist nicht viel. Kletter erst nur oben drauf, weil das ist ja das neue Feature von Zelda, also eines der Hauptfeatures, nicht nur die offene Welt, sondern dass man auch einfach ziemlich überall drüber klettern kann, über Stock und Stein, alles möglich. Also bin ich da mal hochgekraxelt, einen schönen Bogen gefunden, der schien ziemlich stark zu sein und ja, dann bin ich alles weiter hoch und weiter hoch bis an die Spitze. Ja, und von da oben hat man natürlich einen wunderbaren Ausblick gehabt über die ganze Welt, oder zumindest den Teil, den man von dort aus sehen konnte, der nicht von Bergen jetzt verdeckt war. Und habe da schon so eine fliegende Stadt im Hintergrund gesehen, habe gedacht, da will ich jetzt hin, da will ich jetzt hin. Dann bin ich runtergefallen, gestorben, die Demo war vorbei. Ja, aber gut. Ja. Interessant, wirklich richtig, richtig klasse. Ich finde das Spiel jetzt schon super. Und ja, also das kann ich eigentlich nur bestätigen und vielleicht wäre es noch ganz interessant, den Raum zu sehen. Hier gab es einige Anspielstationen zu Zelda. Es gab zwei Demos tatsächlich zum neuen. In der ersten hast du einfach dich frei entscheiden können, was tust du, und im zweiten hast du ja den Anfang der Story letzten Endes nachgespielt. Das heißt, du wachst in diesem Schrein auf bis hin zum, sofern du es schaffst, innerhalb von 20 Minuten, denn die Demos sind limitiert auf 20 Minuten. Ist ja auch okay für diesen Raum hier. Da war es dann eben so, dass man zum Beispiel bis zum ersten Schrein spielen konnte und diesen Magnetismus, ja, diese Erweiterung, dieses Modul heißt es tatsächlich, für seine Shika-Platte, wie auch immer die dann final heißen wird, konnte man dann in diesem Schrein nehmen, finden sozusagen. Also ich muss dazu sagen, die Demo hier ist dieselbe wie auf der E3, das heißt, es ist alles in Englisch. Wie das Ganze also letztendlich heißen wird, also zumindest die Items und die Gegner, na gut, die Gegner werden wahrscheinlich gleich heißen, aber was es da so alles gibt, das werden wir erst später erfahren. Wie gesagt, es ist dieselbe Demo wie auf der E3, es ist auch noch nur blanke Welt. Es wird ja bereits bestätigt, dass es dann auch noch mehr NPCs und Städte im Endspiel geben wird. Hier ist es halt nicht drin, damit man nicht zu viel von der Story gespoilert bekommt und einfach mal ausprobieren kann, wie ist Zelda Open World. Genau, und jetzt haben wir noch zwei kleine Tipps für Leute, die es vielleicht noch nicht wussten. Im ersten Schrein, wenn man ist, das ist tatsächlich mit dem Namen Oman Au. Oh, ja.
Das ist genau, das ist eben ganz lustig. Wer die Buchstaben mal ein bisschen verdreht, ist eben Aonuma, ja, der Entwickler oder die Zelda-Legende, kann man so sagen. Ja. Ja, die Idee kam mir schon bei der E3, muss ich sagen, wie ich das erste Footage davon gesehen habe und dachte, oh Mann, okay. Aonuma, das kann nur Aonuma heißen. Und habe dann noch ein paar andere gesehen, die auch so seltsame Namen haben. Habe schon überlegt, haben die Entwickler sich in diesen Schreinen verewigt? Haben die gesagt, ja, hier, das, den hast du gemacht? Oder wir benennen sie einfach nur nach euch und machen dann so ein Anagramm da draus, drehen die Buchstaben ein bisschen rum. Fand ich ganz interessant. Vielleicht setzt sich dann irgendwann jemand hin und sagt, ich finde jetzt aus, welcher Entwickler hinter welchem Schrein steckt. Also auch so ein nettes Easter Egg, von denen es ja mehrere im Spiel gibt. Zum Beispiel die Schriftart, ne? Also das Hyrule-isch. Richtig, das haben wir heute erst frisch tatsächlich gelesen, war das in den News, wenn auf diese Shika-Platte das so runtertropft, die Fähigkeit zum Beispiel, oder dass du dich authentifizierst über diese Steinplatten, diese Schrift ist tatsächlich hylianisch. Und da sind auch Easter Eggs drin versteckt, wie zum Beispiel ein Zitat aus einem 1989, soweit ich weiß, erschienenen Spiel. Einfach mal nachlesen. Also ist ganz interessant, was da tatsächlich die Entwickler treiben. Arme Entwickler kann man nur sagen, denn die müssen für beide Konsolen tatsächlich entwickeln. Für die NX und für Wii U parallel. Ein wahnsinnig riesiges Team, das da sich ordentlich abmüht, ein ordentliches Spiel auf die Beine zu stellen. Ich muss dazu sagen, dass Monolith ja mit an dem Spiel arbeitet, die vorher an Xenoblade Chronicles X und auch Xenoblade Chronicles gearbeitet haben. Ich denke mal, da haben sich genau die richtigen Leute ins Boot geholt, um eine große offene Welt zu machen, weil das hatten wir ja in den gerade erwähnten Spielen schon gesehen, dass sie es schaffen, auf schwächeren Konsolen riesige Welten zu schaffen mit vielen Geheimnissen, die einfach schön aussehen. Ich würde sagen, das ist genau der Partner, den man für so ein Projekt braucht. Gerade bei Zelda brauchen wir sehr viele Menschen und bei so einer großen Welt. Richtig, ja. Also was ich jetzt noch erzählen kann, es sind einfach so ein paar Gedanken, wo mir noch einfallen. Was ich ganz erstaunlich fand, wenn du rennst zum Beispiel, verbrauchst du ja Ausdauer, diese Stamina-Anzeige. Und wenn du tatsächlich irgendwie ins Wasser springst und dann schwimmst, dann verbrauchst du auch stetig. Du kannst natürlich auch schneller schwimmen, aber wenn halt die Anzeige leer ist, dann wirst du wieder an den Anfang von diesem Wassergebiet zurückgesetzt. Also fand ich irgendwie ganz spannend. Sind einfach so Sachen, die man erst learning by doing, ist das Prinzip hier. Ne? Also du wirst in die Welt geworfen und tu einfach das, was du für richtig hältst. Und es wurde ja schon bestätigt, über 100 Rätselschreine wird es geben. Bis zu 1% ist hier nur spielbar tatsächlich in dieser Demo-Version. Und uns wurde noch gesagt, dass tatsächlich bis zu 4 Rätselschreine in dieser Demo-Version entdeckt werden können. Wer die irgendwie gefunden hat, bleibt offen, weil ich habe es gerade mal geschafft, irgendwie durch den ersten zu kommen und ich konnte insgesamt 3-mal die Demo spielen. Also einmal Teil 1, wo man weitläufig irgendwie Dinge tun konnte und 2-mal dann die Demo 2. Ja. Und du? Nun, ich habe jetzt nur die zweite Demo gespielt, also die Story-Demo. Dafür aber 2-mal hintereinander, weil gerade keiner da war. Super. Und es ist einfach klasse. Gut, man hat jetzt natürlich die ganzen Story-Elemente. Beim zweiten Mal spielen habe ich es ja dann natürlich übersprungen. Also die meisten, ich sag mal, Sprüche oder sowas jetzt mit den Gesprächen, meine ich, kann man ja überspringen, indem man ein bisschen auf X rumhämmert, damit man schneller wieder zum Geschehen zurückkommt. Ich meine, wenn man es schon kennt, braucht man es ja nicht nochmal lesen. Ich habe mir auch die meisten Item-Namen nicht durchgelesen oder Beschreibungen dazu, weil es war einfach Zeitdruck da. Und dementsprechend habe ich dann halt gesagt, okay, weg damit, weitermachen, erkunden, schauen, was hier los ist. Was ich aber, wie du schon sagst, ganz interessant finde, ist einfach dieses Haushalten mit seinen Sachen. Einmal mit der Ausdauer, ist klar. Weil ich meine, wenn man keine Ausdauer hat, dann kann man nicht mehr klettern. Wenn man jetzt gerade einen Berg hochklettert und einem geht die Ausdauer aus, dann hat man Linkmus. Aber man muss nicht nur damit haushalten, sondern auch mit den ganzen Items, die man findet. Also, es gibt Obst, es gibt Äpfel, es gibt Radieschen, es gibt Peperoni, es gibt Steaks, es gibt alles Mögliche, was man sich ausdenken kann und natürlich auch Gegnerteile, mit denen man sehr später irgendwas basteln kann. Und das ist aber auch die einzige Heilmöglichkeit, die man hat, zum Beispiel diese Items zu essen, also Äpfel zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht empfehlen, ein Boko-Blindhorn zu essen, das ist bestimmt nicht so, das schmeckt bestimmt nicht, aber so ein Steak, damit kann man sich halt heilen. Im Gegensatz zu den alten Teilen ist es halt so, dass man im hohen Gras keine Items mehr findet. Vielleicht mal irgendeine Pflanze oder so, aber keine Herzen, keine Pfeile, die magisch auftauchen oder Bomben oder so weiter. Nichts, das Gras. Richtig, das Gras. Ja.
Also man muss sich halt intensiv überlegen, was tut man womit jetzt vor allem. Das ist ein ganz großer Faktor jetzt neben der eigentlich weitläufigen Welt. Eine Stelle, die mir noch einfällt, was tatsächlich, wo viele hier Probleme hatten. Wenn du am Anfang diese Demo gespielt hast, also vom Story-Beginn an, kommt irgendwann der Punkt, wo diese Türme aktiviert werden. Das heißt, du musst diese Platte, so, dann bist du auf dem Turm oben, hast aber noch keinen Gleiter. Ich habe hier Leute gesehen, die immer wieder, also ich habe es auch einmal versucht, klar, zack, runter, tot. Also das ist eben hier irgendwie mit Link passiert. Du musst dann wirklich erst gezielt um den Turm auf so Plattformen, dass du bis nach unten kommst. Und dann setzt auch die nächste Render-Sequenz letzten Endes ein. Also das fand ich spannend. Also vielleicht wäre das tatsächlich noch ein Hinweis für die Entwickler, vielleicht uns diesen Paraglider schon zu Anfang zu geben. Möglich, aber was ich jetzt überlegt habe, es gibt vielleicht eine Kleinigkeit, die sie ändern müssen. Und zwar ist es so, dass dieser Turm, der ist wirklich ziemlich, ziemlich hoch, also lebensgefährlich hoch, wie Tober schon sagte, und halt Plattformen um den herum sind. Das heißt, wenn man den mal wieder hochklettern möchte, dass man zwischendurch immer eine Pause einlegen kann, um seine Ausdauer wieder zu erholen. Und beim Runterlaufen hat man natürlich die Möglichkeit, einfach hopp, 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 als weiter runter zu springen. Das Problem ist nur, wenn man ein bisschen zu flott ist, klettert Link automatisch über den Rand drüber und steht dann schon auf dem Gelände. Das heißt, wenn man eine Sekunde zu lang den Stick nach vorne hält, klettert Link da drüber und stürzt runter und tut sich ganz schlimm weh. Das ist mir auch passiert, also da hast du vollkommen recht. Das sind so ein paar Sachen, wo vielleicht noch Feintuning eben notwendig ist, aber bei so einem riesigen Spiel, wo willst du da kein Feintuning betreiben? Also irgendwann muss es halt fertig sein und das ist voraussichtlich März 2017, zumindest auf jeden Fall im Jahr 2017 für NX und Wii U. Und damit würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf auf Zelda. Ja, am besten. Dazu. Ja. Ja, und ich denke. Ja, also wir haben eigentlich alles gesagt dazu. Und was noch nicht, das muss eben entdeckt werden. Gerade im Hintergrund sehen wir hier zum Beispiel so einen Steinboss-Gegner. Also es ist schon spannend, was da alles kommen wird. Ist übrigens dabei gestorben, habe ich eben gesehen. Okay. Vor einer Minute war er noch weiter mit der Lebensleiste des Gegners. Alles klar, also es gibt viel zu entdecken. Sehr. Belassen wir es einfach dabei. Zelda selber spielen lohnt sich. Auf jeden Fall. Gut, es gab natürlich noch weitere Titel hier auf dem Post-E3-Event. Unter anderem waren tatsächlich auch von Capcom zum Beispiel die Community-Managerin da oder weitere. Und ja, einfach die Leute des Spiels, die es auch gemacht haben. Und da war es eben interessant zu sehen, wie ist Monster Hunter Generations, gerade im Vergleich zu den bisherigen Teilen. Es kam ja Monster Hunter 4 Ultimate vor über einem Jahr etwa raus. Und Monster Hunter Generations haben wir zu dritt gespielt, haben da die normale Mission gemacht. Es wird auch eine Demo-Version irgendwann im eShop geben, ganz klar. Und das mittlere Monster, worum ging es da? Was haben wir da gemacht? Tim, erklär du mal. Erst kurz gesagt, am 30. Juni ist es soweit. Da ist nämlich die Demo im eShop für jedermann erhältlich. Derzeit nur für Leute, die bereits eine Nintendo-ID haben. Allerdings dürfen das schon die meisten sein. Aber gut, sei es drum. Worum es in der Demo ging? Ja, wir haben uns einen großen U angenommen, der, ja, wie soll ich sagen, das ist schon ein ziemlich fantastisches Monster. Mhm. Ja, wie gesagt, es ist ein großer blauer Uhu, der da rumtänzelt. Sieht ein bisschen wie ein Hofnarr aus, in Blau. Der uns die Steuerung umkehren kann mit seinen Fähigkeiten und uns einschläfern kann. Also man ist die ganze Zeit auf Trab gewesen. Ständig ist irgendwas passiert, wenn die Steuerung umgekehrt ist, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss man sich schon ordentlich dran gewöhnen. Das ist immer so bei Monster Hunter. Es kommt ein neues Monster, man weiß noch nicht, wie das funktioniert. Zweimal sind wir gekartet, ne? Richtig. Also zwei Spieler sind bewusstlos geworden, aber wir können auf jeden Fall sagen, wir haben es geschafft dann letzten Endes. Und um nochmal auf Monster Hunter Generations einzugehen, also was ist neu, ist natürlich die brennende Frage. Da gibt es ja wie so Art Stile, die du im Vorfeld wählen kannst. Also es gibt keine neuen Waffen, wurde uns erklärt tatsächlich. Ich persönlich spiele am liebsten mit dieser Energieklinge. Tim, was ist deine bevorzugte Waffe? Ich nehme meistens die Morphaxt. Also wie das sind wir so nah beieinander tatsächlich. Ja, richtig, richtig. Du hast quasi die Möglichkeit, zu Schwert und Schild zu wechseln dabei und ich halt zu Großschwert, so um das mal salopp zu sagen. Ne? Genau, und um jetzt nochmal drauf zu sprechen zu kommen, was ist neu? Also diese vier Stile finde ich persönlich ganz spannend, was uns erklärt wurde. Du kannst zum Beispiel den Hammer nehmen. Ein Hammer von Statur aus ist schwer. Das heißt, wenn du jetzt als Kämpfer irgendwie mit diesem Hammer die Monster beackern willst, dann bist du natürlich langsamer. Jetzt kannst du als Spielstil Luftkampf nehmen oder wie das auch immer heißt, irgendwas Richtung Luft hieß es tatsächlich. Das heißt, du
bist tatsächlich irgendwie noch ein bisschen schneller vielleicht oder kannst durch die Luftaktion mehr Schaden dann mit diesem Hammer machen. Also sind ganz viele interessante und auch zahlreiche Spielmöglichkeiten da. Die werden geboten und ja, mal abwarten, wie dann das finale Spiel wird dann. Gibt es noch was zu ergänzen von deiner Seite zu Monster Hunter Generations? Ja, also wir haben ja noch eine Weile mit Steffi Pietsch drüben geredet, der Community Managerin, die uns eigentlich so ziemlich alles über das Spiel noch gesagt hat, was man dazu sagen kann und jeden Stil erklärt hat und die Waffen nochmal erklärt hat oder es auch jetzt noch tut. Also gute Arbeit. Also wir sehen sie ja auch im Hintergrund, deswegen ja, können wir das sagen, ja. Man kann gerade drüber schauen. Ja, auf jeden Fall wird man da gut betreut und ist es wirklich wieder sehr interessant, dass sie mit einem Spiel, was, ich sag mal, vom Aussehen her ja wie der Vorgänger eigentlich ist, weil so viel das auf dem 3DS nun wirklich nicht mehr rauszuholen. Es ist eben immer noch ein Handheld mit einer Technologie von vor ein paar Jahren und Monster Hunter Generations kratzt jetzt schon sehr, sehr oben an der Grenze, was technisch noch möglich ist. Vor allem, wenn man überlegt, dass man dann teilweise 4 Spieler gleichzeitig da im Spiel drin hat, die von jedem muss angezeigt werden, der Input, den er da gibt. Muss man schon sagen, Hut ab, dass es auch noch in 3D läuft. Es gibt viele, viele Spiele für ein 3DS, die einfach überhaupt kein 3D unterstützen, weil es weggelassen wurde, damit es dann flüssig läuft. Und Capcom schafft es hier irgendwie immer noch, das Spiel flüssig laufen zu lassen. Respekt an der Stelle, muss man schon sagen. Und davon abgesehen, ja, durch diese neuen Jagdstile und auch die Spezialfähigkeiten, die man dann noch bekommt, die man einsetzen kann, wie irgendwelche Rundumschläge und Kombos, die einen verwundbar machen oder Heilung, was da alles dabei ist. Es gibt so viel freizuschalten im Spiel noch, dass es tatsächlich geschafft haben, diese quasi die Anzahl der Waffen von 14 auf sozusagen 56 hochzukratzen, wenn man so möchte, weil jeder Stil einfach ganz anders ist als der davor. Man hat natürlich noch den alten Gildenstil, der so ist wie bei Ultimate 4. Oder bei 4 Ultimate, Verzeihung. Ja, genau. Und, aber ansonsten hat man halt für jede Waffe, wie gesagt, noch 3 Stile dabei. Den Luftkampf, den du erwähnt hast, wo man die ganze Zeit in der Luft ist, vom Monster abspringen kann, von oben auf es drauf prügeln kann, ausweichen kann dadurch. Den Konterstil, mit dem man, wenn man ganz knapp den Attacken ausweicht, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe es in der Demo ausprobiert. Das ist wirklich auf den letzten Frame kommt es da fast an, dass man da ausweicht, damit man ungeschoren davon kommt und direkt das Monster weiter bearbeiten kann. Gerade bei den schwereren Waffen, wo man dann ausweichen muss und weit wegrollen muss und das Monster rennt weg. Und bei dem Stil ist es halt so, du weichst knapp aus, kannst sofort zum Monster wieder hinrein und draufschlagen. Und das letzte war, das war der 4. Stil. Ja, irgendein Spielstil. Also wie gesagt, ich wähle da sowieso, meine bevorzugte ist da irgendwie Kampf, weil ich mehr Power haben will. Gerade für die Energieklinge, wo es dann doch schon recht wendig bist mit dieser Kombo. Genau, das war der Schlägerstil war das. Oder bin ich mir ganz sicher, wie der im Deutschen heißt. Wo man dann halt weniger, sag mal, Aktionen hat, das, wo sich einige Tastenkombinationen halt nicht mehr funktionieren, sage ich mal, sondern etwas simpleres Layout ist für die Angriffe. Dafür kann man aber fügst halt mehr Schaden zu, genau, eigentlich, ne? Fügst mehr Schaden zu. Du hast 3 von diesen Spezialfähigkeiten, die du zuordnen kannst, und die laden sich weitaus schneller auf, wenn du auf das Monster draufklopfst. Das ist halt für, ich sag mal, für ihn, der es so flashy mag, so explosionsartig, dass Mega-Effekte kommen und so weiter. Das wäre halt der 4. Stil. Ja. Richtig, aber unterm Strich kann man sagen, das ist auf jeden Fall bekanntes Gameplay für ein 3DS, richtig gut gemacht. Also wer mit Monster Hunter 4 Ultimate Spaß hatte, der wird auch ganz klar mit Generations Spaß haben. Mein persönlicher Wunsch wäre es natürlich noch auf der Heimkonsole zu haben für Wii U sowie Monster Hunter 3 Ultimate. Aber mal schauen, was da in Zukunft mit NX kommt. Also ich sehe da eine positive Zukunft an der Stelle, dass Monster Hunter da auch mal drauf kommt. Okay. Genau dieselbe Hoffnung habe ich natürlich auch, dass wenn sie jetzt schon nichts mehr auf Wii U rausbringen, gut, kann man akzeptieren. Ich meine, Wii U ist jetzt mittlerweile vorbei einfach. Der Nachfolger ist angekündigt. Wir warten eigentlich nur noch darauf, endlich zu sehen, was es eigentlich ist. Da jetzt noch zu sagen, okay, wir bringen jetzt noch Monster Hunter raus und machen da groß was draus, das wird sich schon gar nicht mehr lohnen. Weil die Leute dann sagen, nee, jetzt kommt doch NX raus. Und genau da hoffe ich natürlich auch drauf, dass sie für die NX dann sagen, hier zum Launch, wenn das rauskommt, hoffentlich dann März, April, also auf jeden Fall Frühjahr 2017, dann sagen, und hier habt ihr noch Monster Hunter. Und dann sage ich,
ich habe alles gesehen, ich kann in Frieden sterben, nachdem ich es durchgespielt habe. Ja. Naja, also wie gesagt, okay, ich würde sagen, um uns jetzt nicht zu lang zu verquatschen, es waren jetzt zwei Titel, tatsächlich sind es auch die spannendsten hier jetzt gewesen. Ein paar waren aber exklusiv für uns, wurden gezeigt. Es gab zwei Präsentationen zu vier Spielen, darunter war auch Zelda tatsächlich. Und da erzähle ich jetzt mal ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Also 11 Uhr ging es direkt los, eine Stunde nach Einlass, mehr oder weniger, mit einer kleinen Präsentation. Da wurden Spiele vorgestellt und eins fand ich richtig spannend für alle Paper Mario-Freunde, Paper Mario Color Splash. Es wurde einiges gezeigt, der Detailreichtum tatsächlich, wie das Wasser wirkt, also verschiedene Papierebenen hast du da. Es wurde der großartige Humor noch extra hervorgehoben. Du kannst jetzt Toads zum Beispiel markieren, durch das, dass dieser Hammer immer Farbe irgendwo hin tropfen lässt, kannst du Gegnern sowohl Farbe wegnehmen. Das ist wie eine Schadensanzeige, fand ich ganz gutes Element. Du kannst aber auch irgendwie Toads markieren zum Beispiel. Und da hast du ein Minigame letzten Endes gehabt, wo die Toads sich untereinander getauscht haben. Praktisch diese simple Hütchentrick. Also wo ist der Schlüssel? 5 Toads. Und selbst wenn du ihn markiert hattest, haben die dich verarscht. So ein Humor ist es dann. Also du warst sicher der war das, der einen Schlüssel hat. Und dann müssen sie den doch irgendwie hinterm Rücken vertauscht haben. Ja, Paper Mario Color Splash war eben leider nur im Rahmen einer Präsentation. Konnten wir den sehen, leider nicht selber spielbar. Aber der kommt auf jeden Fall auch nochmal richtig. Ein guter Paper Mario Teil, der sich wieder an Äonentor orientiert für GameCube tatsächlich. Und schon noch stark an den 3DS, an den Sticker Star. Daran erinnert es noch. Aber ja, also es wird auf jeden Fall ein großer Wii U-Titel, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Dann ging es weiter mit. Wolltest du auch noch was sagen? Ja, richtig. Also für alle, die es interessiert, die Präsentation lief direkt hinter uns ab, hier auf der Bühne. Schönen großen Fernseher. Überall haben wir hier Lautsprecher, damit der Spieler das auch überall gehört wird, damit jeder hört, was er sagt. Also haben es hier ganz gemütlich eingerichtet, muss man sagen. Richtig, es wurde ordentlich was geboten. Also das kann man sagen. Gut, weiter ging es dann mit einer Demo zu letzten Endes Dragon Quest 7. Wir beide müssen wir uns entschuldigen, das ist jetzt einfach nicht unser Spiel an der Stelle. Deswegen überspringen wir den Teil einfach mal. War hier aber auch anspielbar. Als viertes Spiel dann ganz klassisch Zelda und ich wüsste jetzt gar nicht, was noch irgendwie. Ja, natürlich Mario Party. Ha, das war's. Den Untertitel habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Was ist du zufällig? Also, irgendwas mit Sternen. Irgendwas mit Sternen klingt immer gut. Naja, also das neue Mario Party eben für den 3DS. Das wurde ja auch noch gezeigt, tatsächlich zu fett. Und hier ist es jetzt so, dass die Spiele tatsächlich simultan über zum Beispiel lokalen Multiplayer zusammenspielen können. Das war jetzt in vorhergehenden Teilen noch nicht der Fall. Also es ist irgendwie alles in einem Bild drin und du musst zum Beispiel so Äpfel sammeln in so einem Korb. Und wie genau sich das jetzt auswirken wird letzten Endes, es war nur eine kurze Präsentation, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Was man dazu sagen muss, man spielt in Mario Party tatsächlich nicht mehr als Mario und Konsorten, sondern als Toad. Hat mich sehr überrascht, als ich erstes Bildmaterial dazu gesehen habe, dass man alle Charaktere mit Toads spielen, jeder die ganze Zeit dran ist. Es ist nicht mehr so, dass der ist zuerst, der ist dann, jeder würfelt gleichzeitig. Also schon einige Änderungen reingebracht. Und man sitzt nicht mehr in einem Auto. Man sitzt nicht mehr in diesem Kart und fährt zusammen durch eine Strecke. Das war nämlich wirklich für mich eine Sache, die diese Spiele für mich echt kaputt gemacht haben. Also das fand ich auch gerade das Letzte, wo irgendwie auch mit Bowser mit diesem komischen Kart da. Nee, furchtbar. Also Quatsch, finde ich, tatsächlich. Genau, so viel jetzt zu Mario Party. Das war irgendwie noch ein Titel, noch was? Die Hauptcharaktere gibt es natürlich noch von Mario Party. Allerdings sind das dann mehr so Kumpane, die während dem Spielbrett mit einem mitlaufen. Aber man spielt halt immer noch Toads. Natürlich gibt es die Hauptcharaktere immer noch. Die können ja nicht wegbleiben, das ist ja Toad Party. Und wer würde denn Toad Party kaufen? Ich nicht. Ja, gut, das sind jetzt so die großen Titel. Also gerade Zelda, Monster Hunter und Paper Mario, auch Mario Party zeigt auch ein bisschen mit rein, ist echt mega. Es gab noch ein paar Titel, gerade so Indie-Spiele auch. Bevor wir zu denen kommen, noch ganz kurz. Ein paar 3DS-Anspielstationen waren auch da, unter anderem Boxboy konnte man anspielen. Super rätselreich. Mehr kann man nicht dazu sagen, was wir gespielt haben. Ist recht stilistisch schwarz-weiß gehalten. Man kann verschiedene Rätsel innerhalb von Welten ein bisschen Mario-orientiert lösen. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Risen Paradise war noch anspielbar, das jetzt erstmalig auf 3DS ist. Vorher gab es es ja zum Beispiel auf Wii mit dem Untertitel
für die 3DS-Konsole Megamix, weil da eben das Beste tatsächlich dann drin steckt. Weiterhin gab es noch Sonic, ein gutes neues Sonic tatsächlich mal. Ich weiß nicht, ob du es probieren konntest, Tim? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich kam da nicht dazu. Ich hab das gar nicht gesehen. Also an einer Anspielstation ganz links war tatsächlich für ein 3DS Sonic, ein Sonic-Spiel. Ich weiß jetzt auch den Untertitel nicht mehr genau. Aber Feuer und Eis. Ja, hast du recht, Fire and Ice. Sonic Boom 2 letzten Endes, das Logo erinnert noch daran, aber es ist tatsächlich Fire and Ice, ja. Und irgendwie ging es da tatsächlich drum. Ich habe es ganz kurz angespielt und man befindet sich mit Sonic wieder auf so einer Parcoursstrecke, wo es darum geht, schnell zu rennen. Und du hast währenddessen, du rennst eben auch zum Beispiel mal R drücken müssen, um Feuerblöcke, Eisblöcke ein- auszublenden. Sowas war dann irgendwie das Spielprinzip. Ja, also so viel noch kurz zu Sonic Fire and Ice. Ein paar Titel waren auch noch anspielbar, zum Beispiel Disney Art Academy. Sehen wir hier noch eine Anspielstation hinten. Und dann kamen auch schon die Indie-Titel. Das ist jetzt tatsächlich das Letzte, was hier zu sehen war und auch anzuspielen war. Tim, was gab's für Spiele? Ja gut, wir haben einmal Axiom Verge gehabt. Ich nehme es gerade mal weg. Ein sehr interessanter, ich will es jetzt nicht Metroid-Abklatsch nennen, aber es ist wirklich ein Metroid-Spiel gewesen. Es sieht genauso aus wie Metroid, nur mit einem anderen Charakter. Natürlich auch andere Waffen und Effekte, aber vom Aufbau her kann man sagen, sieht aus wie Metroid, Super Metroid der NES und Super NES-Ära. Sieht wirklich interessant aus und der Spielaufbau ist derselbe. Es ist wirklich eine, darum will ich es auch nicht Abklatsch nennen, da es eigentlich recht gut ist. Deshalb nennen wir es mal eine Hommage an Metroid. Das ist wirklich, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich fand es sehr interessant, habe da bestimmt 10, 15 Minuten dran gespielt und kann nur sagen, Nintendo, wenn ihr jetzt gerade kein Metroid in der Mache habt, dann greifen wir dazu. Aber ihr habt es ja nicht umsonst hier ausstehen zum Anspielen. Was haben wir noch? Dann gab es noch Severed. Ich bin gerade überlegen, in welches Genre ich das packe. Es ist auf jeden Fall ein First-Person-Adventure. Ein sehr interessanter Aufbau, muss ich sagen. Also man startet quasi in einer Wüste, steinigen Landschaft. Vom Stil her erinnert es sehr stark an Guacamelee. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, sind es sogar dieselben Entwickler dahinter. Und man hat halt immer einen Bildschirm, um den man sich umschaut. Und dann kann man einen Raum weitergehen, ein Feld weitergehen. Man hat auch so eine kleine Karte oben angezeigt. Man läuft dann weiter und findet dann ein Haus in Ruinen, stellt dann fest, einem fehlt der Arm. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Das ist noch alles sehr mysteriös. Bekommt dann ein Schwert und kann dann auch in Ego-Perspektive Gegner bekämpfen. Wo man halt immer darauf achten muss, was der Gegner macht. Das heißt, die Schwachpunkte tauchen auf und dann muss man halt mit dem Stylus auf dem Gamepad rumstreichen, um den Gegner anzugreifen. Dann kommt es natürlich vor, dass er blockt, dann muss man wieder lassen, sonst kann der es abblocken und kontern und so weiter und so fort. Also sehr interessant gemacht und auch viele verschiedene Gegner mit verschiedenen Taktiken, die man da benutzen muss, um die zu bekämpfen, zu besiegen. Also muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben, weil wie gesagt, so ein Spiel in der Richtung habe ich ehrlich gesagt persönlich noch nicht gesehen. Und das letzte Spiel war Jotun Valhalla Edition für die Wii U. Ein sehr schwieriges Spiel, wie uns der Nintendo-Repräsentant hier schon direkt zu Anfang gesagt hat. Er sagte gleich, also pass auf, das Spiel ist echt schwierig. Und da geht es darum, zumindest bei dem Footage, was wir jetzt hier hatten, man spielt eine Kriegerin und scheint in einer Art Olymp irgendwo im Himmel zu sein und da liegt eine Göttin nach Boden. Also ganz kurz, diese Kriegerin, tatsächlich hat mich die an Rayman, an diese Barbaren. Man kriegt sich raus, also Zungenbrecher, Ole. Ja. Also ihr wisst, wie ich meine, diesen Charakter mit der Axt, auch weiblich. Und genauso, das hat es mir erschmendet. Und in der Mitte stand dann irgendwie so ein Herkules. Ganz genau, es handelt sich aber tatsächlich um eine Göttin, also es war eine sie gewesen, auch wenn die stilistisch sehr männlich aussah, muss ich sagen, und sehr crazy. Und die wacht halt auf und man muss sie bekämpfen. Die stürzt mit Blitzen um sich über so Blitzableiter, so Türme, und jedes Mal, wenn die einen dieser Türme trifft, entströmen diesem Turm noch mehr Blitze, die einen angreifen. Und man hat verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel ein Schild, um sich vor den Blitzen zu schützen.
oder kurzzeitig höhere Geschwindigkeit, mehr Angriffskraft, Heilung. Aber all diese Fähigkeiten kann man halt nur eine bestimmte Anzahl, also eine bestimmte Menge einsetzen. Und Heilung zum Beispiel kann man, ich glaube, 6-mal einsetzen, dann ist es vorbei. Bis dahin, bis das weg ist, muss man halt den Kampf geschafft haben, sonst ist man halt darauf, muss man halt zusehen, dass man mit seiner Axt das Ding irgendwie kaputt kloppt. Und das Biest ist saustark, wenn einen das mal trifft, das zieht schon mal die Hälfte vom Leben ab, also man kann da in kürzester Zeit sterben. Sehr fordernd, wir haben es nicht geschafft, das durchzuspielen und der Repräsentant hat es auch nicht geschafft. Und er sitzt schon den ganzen Tag da dran. Ich habe ihn immer wieder an der Konsole gesehen, wie er es versucht hat. Und er hat es auf jeden Fall drauf, muss ich sagen. Aber das ist echt verdammt schwierig. Das muss man erstmal hinbekommen. Genau. Das waren jetzt natürlich ganz viele Spiele, die wir hier trotzdem, also im Rahmen eines Tages, waren wir eigentlich voll ausgelastet. Wir wären allein schon mit Zelda ausgelastet gewesen, logisch, aber wir mussten natürlich alles anspielen. Und ja, also viel gesehen, dann... Fällt dir noch irgendein besonderes Spiel ein, so ansonsten, oder irgendwas, was du noch kurz loswerden möchtest, bevor wir hier den Laden dicht machen vom Video? Also der eine Spieler hat es eben geschafft, den Steinkoloss bei Zelda noch zu besiegen. Respekt. Das ist nicht einfach. Das stimmt, also ja, auch hier wieder, es gibt viel zu entdecken. Ja. Genau, wir hätten natürlich noch mehr Gameplay-Material hier gezeigt, aber gerade weil wir alles selber spielen wollten und um euch eben möglichst hautnah die Infos rüberzubringen, ist da jetzt hauptsächlich nur Zelda dabei rumgekommen. Wir hätten auch gerne noch Harald Ebert zum Beispiel erwischt oder jemanden, der jetzt mit dem wir irgendwie was Lustiges vorhatten, eigentlich ein paar Fragen zu Zelda gestellt hätten. War jetzt in dem Umfang leider nicht möglich, macht aber nichts. Wir waren trotzdem recht zufrieden mit dem Tag. Dein Fazit, Tim? Also ich fand es richtig klasse, ich bin zwar ein bisschen später gekommen, weil ich war vorher nochmal beim Zoll und habe noch ein Päckchen abgeholt, lag zum Glück auf dem Weg, aber hat mich auch nochmal gut eine Dreiviertelstunde gekostet. Aber von dem, was ich jetzt so gesehen habe, man wurde gut unterhalten. Ich habe heute wirklich nur mit Zelda gerechnet, hauptsächlich, und vielleicht noch mit ein paar Kleinigkeiten, aber dass es hier doch noch so viele Spiele gab, hat mich echt überrascht. Und ja, wir sind jetzt auch schon, ich bin jetzt mittlerweile knapp 5 Stunden hier. Ich könnte noch länger hier bleiben, aber die Schotten werden dicht gemacht. Richtig, und mich hat eben gerade die Exklusivität überrascht vor dieser Präsentation, dass wirklich Paper Mario Color Splash gezeigt wurde. Also es war ein Riesenbonus, den wir eben nur hier hatten. Ja, ansonsten, mein Fazit fällt ganz knapp aus. Daumen hoch. Ja. Es gab auf jeden Fall viel zu sehen. Wir konnten viel zocken. Wir würden hier noch 3 Tage verbringen mindestens, um nochmal uns ausgiebig irgendwie einzuspielen. Aber mehr Zelda, bitte mehr Zelda. Ich will das Spiel haben. Ja, also ich würde sagen, wir nehmen mal ein Jahr Urlaub nächstes Jahr. Ja, so viel brauchen wir auf jeden Fall fürs Spiel und ja, dann auf jeden Fall danke an euch fürs Zusehen. Wir verabschieden uns hier vom Post-E3-Event und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.